Einen zentraleren Platz, um Beachvolleyball zu spielen, kann man in Dresden nur ganz, ganz schwer finden. Das Finale der Männer und natürlich überhaupt alle Spiele hier der Techniker Beach Tour auf dem Altmarkt in Dresden. Das Finale bei den Männern war ein ganz besonderes Finale, auch weil er hier mitgespielt hat. Richard Pemüller aus Dresden im Finale mit seinem Partner Manuel Harms. Die beiden waren an 16 gesetzt und haben sich ins Finale durchgekämpft. Gegen diese beiden hier in Violett, gegen Sven Winter und seinen Interimspartner Lars Lückemeier. Lars Lückemeier ist eingesprungen für Alexander Walkenhorst, der verletzt nicht spielen konnte. Und da ist das ja schon mal ein Riesenerfolg, überhaupt ins Finale zu kommen. Aber der Auftakt dieses Finales, das war eine Show von Manuel Harms und Richard Pemüller in den eisblauen Trikots, die eigentlich über die komplette Distanz des ersten Satzes in Führung lagen. Und zwar deutlich in Führung lagen. Am Ende wurde es dann nochmal richtig eng, weil sie dann nämlich in der Annahme so ein bisschen ins Wackeln geraten sind. Manuel Harms und Richard Pemüller. Und so sind dann Sven Winter und Lars Lückemeier nochmal ganz dicht rangekommen. Und zwar mussten die beiden in den blauen Trikots dann doch mehrere Anläufe nehmen, bis sie die Chance hatten, diesen ersten Satz zuzumachen. Dann hat es aber letztendlich doch geklappt. Satz 1 ging mit 25 zu 23 an Richard Pemüller und Manuel Harms. Und es roch nach Überraschung in diesem Finale hier. Aber dann sind die beiden in den violetten Trikots doch in Fahrt gekommen und in Form gekommen und haben all ihre Souveränität ausgespielt und ihre Power ausgespielt und hatten dann relativ schnell reichlich Satzbälle im zweiten Satz. Mit 20 zu 12 sind sie da in Führung gewesen und haben diesen Satz dann auch mit 21 zu 12 für sich entschieden. Das bedeutet, der Tiebreak, der Entscheidungssatz, musste die Entscheidung bringen und Sven Winter mit seinem Partner Lars Lückemeier ließen auch im Tiebreak nicht mehr viel anbrennen. Sehr solide in allen Elementen und vor allen Dingen auch konsequent in der Chancenausnutzung. Und so sahen wir dann Matchbälle für die beiden in Violett. Und weil sie das ruhig zu Ende gespielt haben und mit viel, viel Auge und feinem Händchen zu Ende gespielt hatten, holten sie sich auch den Tiebreak mit 15 zu 10 und gewinnen damit das Turnier hier in Dresden. Am Ende auch verdient.